Hallo, meine Lieben. Ja, wie versprochen kommt heute das erste Video zum Bullet Journal. Ganz, ganz viele haben gefragt, ob ich dazu Videos machen kann. Und ja, das mache ich natürlich gerne. Ja, was ist ein Bullet Journal? Ein Bullet Journal ist ganz plump gesagt ein Planer, ein Jahresplaner, der aber eigentlich, wie man hier sieht, komplett leer ist und den man sich selber so gestalten kann, wie man ihn braucht. Nicht jeder kommt, also ich hasse fertige Planer. Ich habe mir jedes Jahr eingekauft und habe ihn jedes Jahr Ende des Jahres mit vielleicht 5 eingetragenen Terminen wieder weggeschmissen, weil ja, es hat mich nicht gereizt. Was mich hieran reizt, ist erstmal das Gestalten, klar, keine Frage. Und ja, man baut sich den Planer so auf, wie man ihn braucht. Ich zeige euch erstmal, ja, was braucht ihr eigentlich? Ihr braucht eigentlich nur ein leeres Heft. Das ist jetzt meiner, den zeige ich euch gleich nochmal. Ich zeige euch mal, zum Beispiel habe ich diese Hefte hier vom Teddy gekauft. Es müssen auch gar keine gepunkteten Hefte sein. Also darauf kommt es gar nicht an. Es kann auch, also am besten ist entweder diese gepunkteten, die es aber wirklich schwer gibt, ein kariertes Heft oder ein komplettes Blankoheft. Das funktioniert genauso gut. Ein liniertes Heft funktioniert natürlich auch. Aber ja, ich glaube, das ist nicht so ganz optimal. Aber es würde funktionieren. Also ihr könnt eigentlich benutzen das, was ihr wollt. Es gibt keine Vorgabe, wie groß, wie lang, wie breit, wie dick muss der Planer sein. Ihr könnt das benutzen, wo ihr sagt, das reicht mir völlig aus, damit komme ich klar. Genau. So, ich habe jetzt hier so ein kleines und ich habe mir gedacht, so ein kleines, das benutze ich einfach dazu. Nur um euch mal zu zeigen, wie nach und nach so ein Planer entsteht. So. Und darum werde ich so ein kleines Heft jetzt nach und nach mit euch füllen. Aber in diesem Video geht es erstmal darum, was ist es und wie benutze ich es und ja, wo kommt es eigentlich her? Wo kommt es her? Es kommt aus Amerika. Ryder Carroll hat es erfunden. Der clevere Kerl, ist darauf gekommen, dass diese ganze Zettelwirtschaft, 1000 Zettel in der Handtasche oder auch im Aktenkoffer ihn total genervt haben und er gesagt hat, Mensch, das muss man doch, ja, komprimieren. Und er aber festgestellt hat, so ein fertiger Planer, das ist auch nicht das, was ich brauche, dann muss ich dann mal hier eine Seite einfügen und da mal eine Sammlung dazu packen. Oder ich möchte mal einfach eine Seite haben, wo ich ja meinen Diätfortschritt dokumentiere oder. Und die kann ich nicht, weil der Planer ist voll. Ich kann nichts einfügen. Genau, und darum ist er auf die Idee gekommen, ein leeres Heft. Er hat wirklich nur ein ganz einfaches leeres Heft benutzt und hat angefangen, sich Gedanken darum zu machen, wie man es aufbaut. Es gibt ein Video von ihm, wo er genau erklärt, sogar mit deutschem Untertitel, wie man so ein Bullet Journal aufbaut. Das verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das ist echt interessant. Und ja, wie gesagt, der clevere Kerl ist halt dazu darauf gekommen, dass man eigentlich ein leeres Heft nimmt und sich seinen Planer selber baut. Das ist eigentlich ein Bullet Journal, genau. Ja, und dann sind die Basteltanten darauf gekommen oder die Kreativen, die gesagt haben, naja, Ryder Carroll ist halt ein Mann, ne? Für ihn wird das Bullet Journal ganz schlicht und ja, minimalistisch geführt. Aber man könnte es ja natürlich auch ein bisschen schön dekorieren mit Zeichnungen, Washi-Tape und. Also da ist auch erlaubt, was gefällt. Und ja, so ist dieses Bullet Journaling in die kreative Richtung gerutscht. Und ja, diese kreative Richtung
ist die Richtung, die ich natürlich auch, keine Frage, verfolge. Aber es ging auch für einen Mann ganz simpel, der einfach nur seine Termine wirklich da einträgt und sich jede Woche seine Seite da fertigt, so wie er sie braucht. Also auch das ist möglich. Genau. Also wie gesagt, ihr könnt dazu jedes Heft benutzen, ob kariert, ob leer, ob gepunktet. Die Punkte sind einfach toll, wenn man zeichnet. Man braucht kaum ein Lineal. Und darum sind die Punkte, aber das funktioniert auch mit Kästchen genauso gut. Ich habe hier mal verschiedene Größen, damit ihr mal seht, es gibt wirklich verschiedene Größen. Das ist jetzt hier dieses Notizheft vom Action. Das würde ich zum Beispiel für mich benutzen, um es in meine Handtasche zu packen, weil es da einfach ja nicht so viel Platz wegnimmt. Ne? So, das ist das. Dann habe ich mir dieses Bullet Journal bestellt. Ja, natürlich, weil Kakteen drauf sind. Das ist auch gepunktet. Und ihr seht, das ist einfach komplett leer. Das Einzige, was hier drin ist, ist ein Inhaltsverzeichnis und Name und dann das Inhaltsverzeichnis. Und das gehört in jedes Bullet Journal, aber dazu kommen wir noch. Ja, also, und dann habe ich noch diese, das sind die vom Action. Und ihr seht, die vom Action, die sind wirklich richtig groß. Im Gegensatz zu denen, es gibt auch noch welche von Leuchtturm zum Beispiel. Die sind richtig teuer, im Gegensatz zu denen vom Action, sind aber viel, viel kleiner. Also die vom Action, die bieten schon richtig Platz, das ist echt genial. Und ja, wie ihr seht, die sind auch leer, gepunktet. Hier vorne sind dann halt, ja, schon so Ideen drin, hier zum Beispiel, wie man so eine Seite aufbauen könnte, wie es aussehen könnte. Wie gesagt, es ist immer, jeder gestaltet sein Bullet Journal anders und so, wie er möchte. Hier sind dann noch so ja, Vorschläge drin, wie man zum Beispiel irgendwas verzieren könnte. Oder hier, wie man das zum Beispiel eine Seite gestalten könnte. Aber wie gesagt, dazu kommen wir später. Ja, was braucht ihr noch? Wie gesagt, ihr braucht ein Heft, entweder ein komplett leeres Heft oder wie kariert oder. Ich rede wieder viel zu viel. So, was ihr auf jeden Fall haben solltet, das ist ein Fineliner. Also den braucht ihr auf jeden Fall, ein Fineliner, der ist wichtig. Was braucht ihr noch? Ihr braucht einen Bleistift, ihr braucht einen Radiergummi und ihr braucht auf jeden Fall, ja, eventuell einen Kugelschreiber, aber pff, ja, also damit könntet ihr eigentlich schon starten. Was auch noch gerne benutzt wird von Bullet Journaler, Journaling, Journaler, wie auch immer man das nennen mag. Das sind zum Beispiel Textmarker. Es sind hier Handlettering, Pinselstifte. Es sind ja, was benutzt man denn noch gerne? Also ich zeige euch einfach mal, was ich in den letzten Tagen so fürs Bullet Journaling mir angeschafft habe. Das ist unter anderem gar nicht alles hier. Gar nichts. Ja, also ich habe mir gekauft ja, Fineliner. In verschiedener Ausführung. Dann habe ich, genau, dann habe ich halt farbige Fineliner, um ja auch mal was, ach ja, ihr braucht auch eventuell ein Lineal, wenn ihr schöne Linien haben wollt. Ja, wie ihr seht, jede Menge Stifte, Fineliner, Pinselstifte, mal ein Goldstift, was habe ich hier denn noch? Das ist so mein Federmäppchen halt fürs Journaling, ne? Ja, ihr seht, hauptsächlich sind es halt Fineliner in verschiedenen Farben. Wir haben hier Pinselstifte, wobei ich sagen muss, ich habe mir noch Pinselstifte, die zeige ich euch aber gleich auch noch. Die sind von Edding, die sind echt toll, die kann ich wirklich empfehlen. Ja, ihr braucht auf jeden Fall einen Radiergummi, weil man mit Bleistift viel... Ihr könnt aber auch mit Stempel arbeiten.
wie ihr könnt mit Washi-Tape arbeiten, ihr könnt Sticker benutzen, ihr könnt Digi-Stamps vorher kolorieren und einkleben. Also es ist wirklich erlaubt, was gefällt. Jeder darf sein Bullet Journal so aufbauen oder so dekorieren, wie er es haben möchte. Und das ist einfach das Schöne am Bullet Journaling. Genau. Ja, dann habe ich noch hier Permanentmarker. Dann habe ich hier Gelstifte. Ich habe noch diese Edding-Pinselstifte, weil die einfach toll sind. Da kann man zum Beispiel dieses Handlettering mitmachen. Man könnte aber auch damit zeichnen. Also, hallo Kathalie, du stehst im Bild, wie immer. Oh. Ja, dich haben die Leute ja schon lange nicht mehr gesehen, du kleines Monster. So. Dann habe ich mir, das habe ich euch aber auch schon mal in einem Roll gezeigt, da habe ich noch so ein Heft, diese Schablonen gekauft, die braucht man nicht, um Himmels Willen, die muss man nicht haben. Man kann auch alles mit der Hand zeichnen, aber man kann natürlich auch solche Schablonen benutzen. Die sind auch richtig toll, die habe ich zwar noch nicht verwendet, aber ja. So. Also das ist so der Grundgedanke vom Bullet Journaling, aber es gibt so ein, zwei Regeln im Bullet Journaling, die man schon einhält. Also ein Bullet Journaling beginnt immer damit, ja, dass man reinschreibt, wem gehört's. Hier bei mir steht nur Regenbogenfrosch. Man könnte aber auch eine Seite machen, auf der zum Beispiel steht, Adresse, Telefonnummer und, falls man das mal verliert. Dann hat man immer eine Legende. Auch die hat sich Ryder Carroll ausgedacht. Und zwar sind das Zeichen, mit denen man gewisse Sachen, Aufgaben, Termine, Termin verschoben, Termin erledigt, notiert. Also meine Legende ist wirklich sehr, sehr klein. Die von Ryder Carroll ist viel, viel größer. Die zeige ich euch in einem Video, wenn wir anfangen, so ein Bullet Journal zu gestalten. Ich zeige euch jetzt einfach nur mal so grob den Inhalt eines Bullet Journals. Also man hat als erstes die Legende, wo man halt sich, man könnte die Zeichen von Ryder Carroll übernehmen. Man kann sich aber auch seine ganz eigenen Zeichen ausdenken. Also ich habe jetzt, wie gesagt, auch nur eine ganz kleine Legende, weil ich bin ganz ehrlich, ich schreibe mir meinen Termin rein und dann ist es okay. Wenn man aber wirklich richtig durchorganisiert sein möchte, dann kann man natürlich auch mit Zeichen arbeiten und abhaken und wie auch immer. Das mache ich nicht, bin ich ja ganz ehrlich. So, dann hat man das Inhaltsverzeichnis und da sollte man wirklich, ja, ich habe mir jetzt eine Seite freigelassen. Ich bin mir sicher, das war ein großer Fehler. Ich hätte wahrscheinlich 2, 3 Seiten freilassen sollen. Ja, weil hier schreibt man sich wirklich, und ich habe ja einige Seiten. Naja, es ist so, dann klebe ich halt nochmal eine Seite ein. Ist halb so wild. Auf jeden Fall braucht man das Inhaltsverzeichnis. Da sollte man sich, wie gesagt, nicht nur eine Seite, sondern eventuell 2, 3 Seiten freilassen, weil hier trägt man nach und nach ein, was ist drin. Also hier zum Beispiel, bei mir ist auf Seite 1 und 2 der Monat Februar, 3 und 4 ist die Woche, 5 ist der Stundenplan von meinem Sohnemann, also solche Sachen. Alles immer, wenn man was eingetragen hat, trägt man das dann nach. So, dann habe ich hier einfach mal die erste Seite dekoriert. Das ist halt das weitere Inhaltsverzeichnis. Dann kommt eine Jahresübersicht. Man macht sich halt seinen Kalender einmal für das... das ist der Februar. Eigentlich kommt die Jahresübersicht. Wo meine Jahresübersicht hin ist, weiß ich gar nicht. Ich hatte eine Jahresübersicht. Okay, also es fehlt bei mir tatsächlich die Jahresübersicht. Man macht sich eine Jahresübersicht für 2018, wo man dann einmal alle Monate auf einen Blick hat. Also 2018, Januar, Februar bis Dezember und dann hat man alle auf einen Blick. Und wie man diese Seite gestaltet, das ist auch komplett euch überlassen. Das habe ich irgendwie verbockt. Genau, das ist irgendwie, bei mir fehlt das, aber das solltet ihr wirklich machen.
So, dann kommt die Monatsübersicht. Man trägt den Monat ein und einmal hier komplett die Tage. So hat man einmal den Monat auch in einem, also komplett für sich. Ne? So, man legt die Seite auf und weiß sofort, so, das ist der und der und an dem und dem Tag ist halt dieses Datum. Ne? Das ist ja nun mal auch wichtig. Genau, dann kommt die Monatsübersicht und da fängt man dann an zu nummerieren. Also erst bei der Monatsübersicht oder bei dem ersten Monat fängt man an zu nummerieren und dann geht man immer wieder hierher zurück und trägt dann ein, was man gemacht hat. Also, das ist mein Februar. Ja, hier seht ihr halt die ganz normalen Termine, nichts Außergewöhnliches. Das war so meine Woche, letzte Woche. Da ging es auf meinem YouTube-Kanal hauptsächlich um Kakteen, also habe ich mir die Seite einfach mit Kakteen gestaltet. Ich habe die Kästchen freier Hand gezeichnet. Ich finde das ganz schön, wenn die Seiten, wenn die Linien nicht hundertprozentig sind. Ich habe ein bisschen gezeichnet, ich habe ein bisschen koloriert. Hier habe ich einfach einen Marker benutzt und ihr seht schon, ist so eine Seite fertig. Genau. Dann kommt bei mir, genau, dann kommt der Stundenplan von meinem Sohnemann. Den habe ich auch einfach noch übertragen und ja, ein bisschen gestaltet. Jetzt nichts Besonderes. Ja, und dann kommt hier die Übersicht der Geburtstage, die so anstehen. Auch da nichts Besonderes. Und dann kommt die letzte, also die Woche, die jetzt läuft. Und da habe ich nur den Montag bis den Mittwoch eingetragen. Da habe ich auch einfach nichts Besonderes. Ich bin gerade eigentlich dabei, mich so ein bisschen auszuprobieren, was geht, was kann man da einzeichnen. Welche Stifte benutzt man? Hier habe ich zum Beispiel nur, wie man das sieht, mit Glitzer-Gelstiften gearbeitet. Und Feinliner. Ja, und hier habe ich dann einfach mit einem Marker das markiert und schon ist die Seite fertig. Also es muss nicht immer mega aufwendig sein. Ja, dann hier mein Lieblingsspruch, den musste ich hier auch nochmal übernehmen. Da habe ich einfach Übungen fürs Handlettering gemacht, wie man sieht. Zu Hause ist da, wo mein grüner Kaktus, da habe ich einfach verschiedene Schriften ausprobiert. Und ja, so habe ich dann eine Seite gestaltet. Und wie gesagt, man trägt dann hier immer, ne, ein. Das war dann Seite 8, Handlettering-Übung. So, und jetzt ist mein Journal eigentlich leer. Und hier fängt der März an. Genau. Dann gestaltet man sich halt ein Deckblatt. Das nennt man Deckblatt. Und das ist der März. Und danach kommt noch nichts. Die jetzige Woche habe ich noch nicht gestaltet. Da bin ich noch nicht zu gekommen. Das werde ich aber gleich noch nachholen. Und ja, so baut man das dann auf. Dann gibt es aber auch Möglichkeiten, zum Beispiel, ihr möchtet, ihr seid dabei abzunehmen, zum Beispiel. Dann baut ihr euch eine Seite auf, das nennt man Sammlung. Nein, das nennt man nicht Sammlung, das ist ein Tracker zum Beispiel. Wo ihr dann regelmäßig eintragt, was habe ich abgenommen. Ihr könnt eintragen, euch eine Seite aufbauen, wo ihr eintragt, was esst ihr. Ihr könnt euch in euren Wochenplan, wenn ihr eure Woche gestaltet, einen Speiseplan mit einbauen. Ihr könnt, es gibt so, so viele Möglichkeiten. Dazu solltet ihr dann vielleicht auch einfach mal Pinterest durchsuchen. Da gibt es auch so, so viele Möglichkeiten und Vorschläge, wie man so ein Bullet Journal gestalten kann. Das ist zum Beispiel auch eigentlich das Bullet Journal vom Action. Das pinke, das hat mir aber nicht so gut gefallen. Und die anderen habe ich dann ja erst die Tage bekommen. Und da habe ich dann einfach aus dem Kunstleder und dem Glitzer vom Action einen Umschlag gebastelt. Nicht schön, aber selten. Aber auf jeden Fall sieht jetzt mein Bullet Journal ein bisschen besser aus, finde ich. Ja, also das war jetzt so der Beginn der Reihe Bullet Journal. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles hintereinander... Meinem Kater gefällt das Bullet Journal auch.
Ob ich die jetzt alle hintereinander mache oder ob ich zwischendurch noch etwas anderes mache. Aber wir werden jetzt anfangen, unser Bullet Journal zu gestalten. Darum finde ich ganz gut, dass wir jetzt anfangen, weil ja, es ist der 2. März. Wir könnten noch anfangen mit dem März und wir können dann, wenn ihr Lust habt, zusammen starten. Also im nächsten Video werden wir zusammen starten und das Bullet Journal einrichten. Legende, Inhaltsverzeichnis und, alles was reingehört. Und dann werden wir das erste Deckblatt für den März gestalten und die erste Woche. Genau, das wird das nächste Video sein. Also ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen näher bringen, was ein Bullet Journal ist und wozu man es benutzt. Und ja, und ich hoffe, in den nächsten Videos seid ihr wieder dabei und wir bauen einfach zusammen ein Bullet Journal auf. Das, ja, da hätte ich richtig Lust zu und das wird bestimmt witzig. Am Anfang, ja, wird es dann halt vielleicht wöchentlich ein Video geben, wo wir dann einfach wöchentlich ja, etwas zusammen gestalten oder zwischendurch mal eine Sammlung anlegen oder wie auch immer. Genau, ihr Lieben. So, das war's dann jetzt erstmal von mir. Ihr sucht euch alles zusammen, was ihr braucht, besucht euch ein Notizheft oder ein Bullet Journal oder ja, wie auch immer. Und dann starten wir im nächsten Video und gestalten unsere erste Seite. Und damit verabschiede ich mich auch schon von euch. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich habe heute noch einiges zu tun, denn ich habe morgen Geburtstag und bekomme Besuch und muss noch ein bisschen was vorbereiten und die Wohnung putzen. Und ja, darum sage ich tschüss, ihr Lieben. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Seid kreativ und bis bald. Bye, bye.